Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Spec Ops The Line. Wir fangen mal an und wählen einfach mal hier aus, weil ich hatte schon mal einmal getestet. Genau, nehmen wir mal Kampfeinsatz. Läuft. Bockt auf jeden Fall an das Game. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsam und ruhig halten. Hast du den Verstand verloren? Komm her. Happy. Das war nicht der letzte. Ich sehe sie. Ich finde es sehr geiler Start. Am Start und erst mal machen muss es mit der Minigun an der Helikopter wegsetzen. Kriegt das Ding denn nicht schnell? Mal machen. Adams, rückt auf! Mach ich doch! Ja, voll, ey. Gut. Er hat einfach mal das Ding voll mitgenommen. Gut, das Boots. Würde ich sagen, hat er uns dezent abgeschossen. Könnte man so... Na doch, könnte man so sagen. Ist John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper 1 Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann... Vor 2 Wochen fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste, zu viele.
Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo? Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist Wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Ja, läuft, würde ich sagen. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Leertaste zum Schiff. Okay, in Deckung gehen. Zielvorrichtung checken. Rührt sich was? Nein, alles okay. Gut. Wow. Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Leertaste zum Abseilen. Whee! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass ihm doch den Spaß, Mann. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Ist ein cooles Crosser, ja. Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen halt. Okay, blau sind die eigenen. Okay. Hey, habt ihr das gehört? Oh, das Crosser ist cool. Irgendwie. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir es hinter uns. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Jede Menge Vögel. Vergiss es. Da ist niemand. Sind alle tot? Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Nimm's als bezahlten Urlaub. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3 zu 1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Besser, wenn ihr dir nicht selber zuhört. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Das hier scheint's zu sein. Evakuierung, du weißt, war ein kompletter. Ja, das ist es. Was immer es auch ist. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Ist wohl aus Ersatzteilen gebaut. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Ih, da tropft's noch. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Wahrscheinlich dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was tun Sie? Mike hat am Reich. Ihr sprecht Farsi? Vielleicht verstehen wir uns besser. Agar interim harf besanim. Sehr gut, Lugo. Das kann sehr schnell überkochen, Walker.
Schon klar. Hast du eine Idee? Siehst du den Bus da? Der ist voller Sand. Wenn es zu heiß wird, schießt die Scheiben raus. Das bringt uns einen Vorteil. Bewegung, Leute! Verdammt, wer sind die Kerle? Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut! Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen! Nur zu! Die hören bestimmt auf zu ballern, damit du telefonieren kannst! Gentlemen, weniger reden, mehr schießen! Scheiße, die Kerle gibt nicht nach! Wir sind in Position. Erwarten deine Befehle. Bus, deckt ihr an! Holt den Bus! Schon dabei! Verstanden! Räumen! Jetzt geht's! Los! Los, weiter! Hinten raus! Starten wir aber direkt voll durch hier, ey. Reklametafel da drüben! Sag Bescheid! Lugo, schalt ihn aus! Ja, Sir! Jo. Bin unterwegs! Erstmal einmal alles abholen. Nice. Oben auf den Boss! Da sind sie! Deine Drohung eliminiert! Ah, oh, wir sind so. Rüber zu dem Container! Typen, Alter. Oh, wir haben aber nicht mehr so viel Munition, oder? Volles Magazin und 3 Kugeln zum Nachladen, würde ich jetzt mal so drauf tippen. Walker, die Tür! Hier mitnehmen. 8. Umschalten links. Yes, Alter, was? Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Er tritt ihm einfach den Kopf kaputt. Jawohl. Was war denn das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Jacke! Scheiße, Partner erwischt. Wir brauchen Hilfe. Lugo, Distanz. Circa 100 Meter entfernt. Los, kommt! Scheiße, Feindkontakt! Hallo? Na! Na, ich hab doch auf Ducken gedrückt, Mensch! Kacke, Alter. Ich hab gedrückt hier für Ducken, aber irgendwie wollte der nicht. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Volle Munition, okay. Das war natürlich doof, ne? Die Waffe wechseln wollen wir ja gar nicht. Mayday, Mayday, wir Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch.
Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Genau, wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kiki, bevor sie uns sehen. Hand am Boden. Ziel und Kapitänier. Los, weiter, aber unauffällig. Der ist eigener. Da haben wir noch Gegner. Schlappe. Wir haben Besuch! Die Schweine aus Deckung und am Tierführer. Ich sag doch! Wer schießt denn hier? Schlagfläche! Eigner. Lade nach, seid wachsam! Feind mit Schrotflint, leck mich doch! Feind ausgeschaltet! Vorsicht! Tango will vorrücken! Sie sind da drüben in der Gurk! Bin unterwegs! Wo schießen die denn hier? Ich nehme meine eigenen. Ziel am Boden! Lauf, 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 lauf! Da! Hey, hier rüber! Haltet sie auf! Du Schuss! Feuer! Ich hoffe nur, ich habe jetzt nicht den eigenen getötet. Scheiße! Die sind im Flugzeug! Seid achtsam! Die könnten überall sein! In dem Durchgang! Wir kommen! Haltet durch! Achtung, Krieg! Tango erledigt! Alter! Hab ich ihn jetzt gerade getroffen? Wir schicken fest, schalt sie aus! Tango erledigt! Wechsel Position! Ich lade nach! Die alle selber töten. Es ist nicht mehr so viel da. Okay. Oh, nee. Ja, läuft. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? Ist alles scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Ja, komisch. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Hat er recht. Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Ja,